September ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, aber hier ein kleiner Rückblick für euch. Im September müssen wir immer von den Schwalben, die bei uns auf dem Hof den Sommer verbringen, Abschied nehmen. Es ist etwas traurig, wenn der Himmel dann so viel leerer scheint, weil alle Schwalben gen Süden von dannen gezogen sind. Das bedeutet, dass nun der lange Winter ohne sie in seinem ganzen Ausmaß vor uns liegt. Die Spatzen, die so gerne ihre Sommernächte bei uns in der Hecke verbracht haben und genüsslich ihre Staubbäder im Pferdeauslauf genommen haben, sind jetzt in die Scheune umgezogen. Immerhin sind die Nächte im September hier schon recht kühl und die Sonne geht auch erst gegen 8 Uhr auf. Die Wolle, die Schaf Sean durch seine Hauterkrankung verloren hat, wächst auch schon wieder gut nach und es geht ihm auch sonst prächtig. Doch schon bald steht wieder ein Besuch beim Tierarzt an, diesmal mit dem Eselhengst Gordon, der ein kleines Geschwür am Bauch hatte, das entfernt werden musste. Das schien ihn gar nicht so zu beeinträchtigen, aber ich wollte es trotzdem untersuchen und behandeln lassen, bevor es zu etwas Schlimmerem wird. Off you go, Gordon. Come on, Gordon. Off you go. See you later. Kurz danach trat unser altes Pony Daisy aus Versehen auf irgendeinen scharfen Gegenstand und bekam eine Entzündung im Huf. Zum Glück haben wir diese rechtzeitig behandeln lassen und der Huf heilte schnell wieder. Daisys Energie ist inzwischen auch wieder zurückgekehrt. Die Pferde kommen nach den ersten Raureifnächten auch recht gerne in den Auslauf zum Frühstück gerannt. Wenn sie dann anfangen, an allem Möglichen außer Gras zu knabbern, sieht man, dass die Nährstoffe auf der Weide langsam sinken. Flora füllt sich dann gerne mit Disteln den Bauch. Trudi und Turnip lieben ihre wilden Ballspiele. Aber den meisten Teil des Monats mussten wir dann doch ein wachsameres Auge auf Trudi halten, da sie läufig war. I know you're so lucky. I know, Turnip. I know. She's tied up. I know. Trudi hat das Anbinden mit Würde über sich ergehen lassen. Turnip war da eher der Ungeduldige. Obwohl Tim und ich uns mehrmals täglich abgewechselt haben, mit beiden auf unseren Feldern spazieren zu gehen. Es kann sein, dass Turnip immer noch etwas jung dafür ist, aber wer weiß, vielleicht sind ja sogar bald Welpen auf dem Weg. Ja, even your water bowl is a bit small, isn't it? Die Enten entwachsen ihrem kleinen Gehege wirklich, aber es geht ja bald raus auf den Rasen. Bis dahin hält Turnip immer noch Wache über sie. Nachdem der August ja so nass war, waren die Wiesen im September wieder trockener und das Gras wuchs auch gut. Schon sehen. Aber es ist trotzdem sehr beruhigend zu wissen, dass in der Scheune genug Heu, Stroh und Heulage für den Winter lagert.
Wenn Claudi sich das Brusthaar ausrupft, dann weiß ich, dass sie im Endstadium ihres Nestbaues ist und bald Junge haben wird. Diese werden ja blind, taub und nackt geboren und brauchen daher ein warmes, sicheres Nest. Aber schon nach 2 Wochen beginnen sie langsam, die Welt um ihr Nest herum zu erkunden. Die Meerschweinchen dagegen werden haarig geboren und springen schon vom ersten Tag an in ihrem Käfig umher. Sie fressen auch sofort eifrig bei der Mama mit. Ende September bin ich dann für eine Weile zu meiner Mutter nach Deutschland. Sie hat ein neues Knie bekommen und ich wollte für sie nach der Entlassung aus der Reha-Klinik da sein. Irgendwann, wenn ich nicht so beschäftigt damit bin, ihr beim Wiedereinleben zu helfen, muss ich mal ein Video über einen solchen Deutschlandtrip machen. Es gibt ja doch immer so viel zu sehen und zu vergleichen mit meiner neuen Wahlheimat Irland. Während ich weg war, war Nell dran, um vom Tierarzt versorgt zu werden. Auch sie hat sich irgendwie eine Entzündung im Huf zugezogen. Tim hat sie gut umsorgt und es geht ja schon wieder viel besser. Die armen Tiere hier haben dieses Jahr schon Pech. Gut, dass ich wieder zu Hause war, denn es gibt ja immer so viel zu tun hier. Tim hat schon sehr viel Riesenknoblauch fürs nächste Jahr gepflanzt und es gab Ende September immer noch mehr, der in die Beete musste. Shall we go where the fish are? Okay. Okay then. Spin around. Because my feeling is they are over there. Und dann gehen wir um diese Jahreszeit auch immer Fische fangen. Oh ja. Mackerel. Gosh, our dinner is sorted. Excellent. Unsere Bucht ist dann immer voll mit Makrelen. Genug fürs Abendessen und reichlich für die Gefriertruhe. It is. With this kind of view, he wouldn't mind too much not catching too many fish. It's just beautiful. Das sind immer ganz besondere Abende, draußen auf dem Meer, in unserem kleinen Ruderboot. Und oft genießen ein paar Seehunde diese Abende mit uns zusammen. Look, I caught fish as well. Yes.